Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde aus Bahrain. Und wie ihr schon seht, im Hintergrund das wunderschöne Fahrerlager des Bahrain International Circuit. Wir sind nicht mehr in irgendeinem Hotelzimmer, nicht mehr auf dem Balkon, irgendwo in der Stadt oder in einer Spelunke oder Tittenbar, wie ihr es auch schon genannt habt. Nein, wir sind mitten im Fahrerlager und das hat einen ganz besonderen Grund. Denn zum ersten Mal überhaupt dürfen wir hier filmen. Wir sind ja kein Rechteinhaber in dem Sinne. TV-Stationen zahlen sehr, sehr viel Geld und deswegen war es ja auch klar, dass die auf ihre Exklusivrechte dann bestehen. Jetzt mit Liberty Media hat sich das Ganze ein bisschen geöffnet und wir dürfen in gewissem Umfang direkt aus dem Fahrerlager filmen. Natürlich mit Einschränkungen, ihr dürft jetzt keine TV-Berichterstattung oder irgendwas erwarten. Das wollen wir auch gar nicht, das können wir gar nicht. Aber es ist ein toller Schritt und ich freue mich riesig, jetzt mal aus dem Fahrerlager zu euch zu sprechen. Ja, Bahrain, Donnerstag haben wir hinter uns und es gab mehrere Gesprächsthemen. Das größte Gesprächsthema war natürlich Ferrari. Warum Ferrari? Gut, Ferrari könnte man sagen, ist immer das größte Gesprächsthema in der Formel 1, aber heute ganz besonders. Denn Mick Schumacher war hier oder ist hier. Wurde ja vor dem Wochenende schon bekannt gegeben, dass er für Ferrari einen Tag am Steuer sitzt beim Young Driver Test, den zweiten Tag sitzt er dann bei Alpha am Steuer. Young Driver Test Dienstag und Mittwoch nach dem Grand Prix. Und nebenbei muss man schon fast sagen, fährt er ja auch noch Formel 2 als Rookie. Die Formel 2 startet hier in ihre Saison 2019. Ja. Media Session gab es mit Mick Schumacher drüben im Formel 2 Fahrerlager, alles ein bisschen improvisiert, da gibt es keine großen Hospitalities oder Pressekonferenzräume und ja, das Formel 2 Fahrerlager ist fast aus allen Nähten geplatzt, sowas habe ich noch nie erlebt, so einen großen Auflauf, da konnte einem der Junge fast ein bisschen leid tun, vor allem wenn dann die Fragen Richtung Formel 1 kamen und ja, er wollte natürlich nicht so richtig auf die Formel 1 eingehen, auf den Test mit Ferrari, auf den Test mit Alpha. Denn für ihn steht die Formel 2 im Fokus erstmal, das hat er mehrmals betont. Also wir haben wirklich versucht, da alles aus ihm rauszuquetschen, irgendwie in die Richtung Formel 1, aber wollte nicht. Formel 2 steht im Fokus, er freut sich auf die Saison. Auch irgendwie verständlich, das Einzige, was ich ihm entlocken konnte, ist, dass er höchstwahrscheinlich im Simulator zuvor war. Ich habe gefragt, ja, wie hast du dich vorbereitet? Warst du im Simulator bei Ferrari? Er meinte, ohne zu viel verraten zu wollen, ich bin sehr gut vorbereitet auf diesen Formel 1-Test. Also wir sagen einfach mal, er war im Ferrari-Simulator, ist jetzt aber erstmal zweitrangig wichtig, denn der Test findet, wie gesagt, erst Dienstag und Mittwoch nach dem Grand Prix statt. Davor gibt es noch Formel 2 Saisonstart. Auch da wollte er sich nicht richtig in die Karten schauen lassen. Reifen sind natürlich ein großes Thema. Er als Rookie musste da sehr viel lernen. Von Hankook auf Pirelli umgestiegen und so weiter. Riesenumstieg für ihn. Ganz weiche Reifen, schwierig zu verstehen. Wo er letztendlich landen wird, er selbst wollte da auch nicht richtig raus mit der Sprache, hat sich noch sehr zurückgenommen. Meint, er will einfach möglichst viel lernen. Also Kampfansagen oder so. Eher nicht von Mick Schumacher, aber auch verständlich und vielleicht muss man dem Jungen auch mal ein bisschen Ruhe geben, auch wenn das natürlich nicht möglich sein wird. Ja, das andere große Gesprächsthema bei Ferrari war natürlich die Performance in Melbourne. Sebastian Vettel hat uns da Rede und Antwort gestanden. Wir haben es ja schon mal erwähnt, neue Kommunikationsstrategie bei Ferrari. Man blockt nicht mehr ab, sondern man lässt die Fahrer und Verantwortlichen auch sprechen. Heute 30 Minuten fast durchgesprochen, Sebastian Vettel, Charles Leclerc war in der FIA-Pressekonferenz. Also jede Menge Insights haben wir da bekommen. Und das Wichtige ist natürlich, oder das Interessante, warum war Ferrari in Melbourne so schlecht? Hat man die Lösung dafür gefunden? Hat man den Grund dafür gefunden? War es vielleicht streckenspezifisch? Und hier sieht es ganz anders aus. Die Analyse ist ein bisschen komplizierter. Und man muss sie mit Vorsicht genießen, denn Sepp hat uns auch erzählt, ja, natürlich hat man analysiert und natürlich hat man eine Idee, was war, aber hundertprozentig kann man es nicht sagen, das ist Theorie. Es ist nicht auf der Strecke bewiesen und wenn man das wirklich verifizieren wollen würde, zu 100%, dann müsste man natürlich noch einmal in Melbourne fahren, was man aber nicht macht. Also das heißt, alles mit Vorsicht genießen. Was wir wissen ist, dass der Ferrari in langsamen, in mittelschnellen Kurven Probleme hatte und Zeit verloren hat und auf den Geraden. Er war wirklich, kann man so sagen, schnell nur in den schnellen Ecken. Jetzt fragt sich der eine oder andere, das kann doch nicht sein, Ferrari war doch im letzten Jahr eigentlich immer ganz gut auf den Geraden. Ist tatsächlich so, offenbar hat man bei Ferrari einen kleinen Turnaround gemacht bei der Strategie. Sie hatten ein sehr aerodynamisch effizientes Fahrzeug in der Vergangenheit, im vergangenen Jahr. Und in diesem Jahr scheint es nicht mehr ganz so zu sein. Man scheint sich den Abtrieb, den man hat, wenn man war ja in den schnellen Kurven schnell, das ist ja immer ein Zeichen davon, dass man den Abtrieb hat, den hat man sich offenbar ein bisschen teuer erkauft. Hängt natürlich auch mit der Spezifikation zusammen, die man da in Melbourne eingesetzt hat. Und vielleicht hätte man da schon was anderes einsetzen sollen. Ein bisschen weniger auf Downforce und dafür auch weniger Drag, also weniger Luftwiderstand eingehen sollen. Das ist natürlich ein Teil der ganzen Problematik. Dann kommt noch die langsamen und mittelschnellen Kurven dazu. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dieser aerodynamischen Spezifikation zu tun, mit der sich Ferrari möglicherweise vertan hat. Das ist dann eher mechanisches Setup. Aber da wollte man sich natürlich auch nicht wirklich in die Karten schauen lassen, was da jetzt Sache war. Wir vermuten es einfach mal, dass sich Ferrari da ein bisschen vertan hat. Melbourne ist sehr speziell,
viele Bodenwellen, die gab es natürlich in Barcelona überhaupt nicht und die gibt es auch hier kaum. Alles topfeben. Deswegen erwarten wir da schon ein anderes Rennen. Bahrain ist natürlich auch eine ganz andere Rennstrecke von der Charakteristik her. Nicht nur von der Beschaffenheit vom Asphalt, findet auch in der Nacht statt das Rennen. Also gibt sehr, sehr viele Faktoren, die hier anders sind. Und viele meinen ja auch, kommt Ferrari entgegen, traditionell sehr, sehr stark in Bahrain. Im vergangenen Jahr dort gewonnen. Man kann jetzt sagen, okay, er hat in Melbourne im vergangenen Jahr auch gewonnen, aber das waren zwei komplett unterschiedliche Rennen. Hier hat er aus eigener Kraft tatsächlich gewonnen. In Melbourne war sehr, sehr viel Glück dabei. Sebastian Vettel außerdem Rekordsieger hier am Bahrain International Circuit und er weiß selber gar nicht so ganz genau, warum das so ist. Er meinte, eigentlich mag er die Strecke gar nicht so gerne. Dann ist ihm aber doch noch der Grund eingefallen und der ist ganz einfach, die Trophäe ist hier die schönste im Jahr oder eine der schönsten im Jahr. Nicht so eine billige Sponsorentrophäe aus Plastik, sondern eine richtig schöne, ich glaube es ist Keramik oder irgendwie sowas, Trophäe. Also die hat es ihm angetan und deswegen ist er hier offenbar extra motiviert unterwegs. Auch noch ein Geheimnis, das wir lüften können, sein Bart. Was hat es damit auf sich, der Nigel Mansell Gedächtnisbart? Wir wissen nicht hundertprozentig, ob es jetzt die endgültige Erklärung ist. Er meinte aber, ja, Nigel Mansell, super Typ, ein Löwe im Auto und ja, findet er ganz gut. Also vielleicht ist es tatsächlich der Nigel Mansell Gedächtnisbart. Wenn wir dann weiter rüberschauen, Mercedes war natürlich auch ein großes Thema. Als Sieger, als überlegener Sieger in Australien muss man dann natürlich darauf zu sprechen kommen jetzt noch. Wenn wir gerade schon die Ferrari-Presseabteilung gelobt haben, 30 Minuten Vettel. Auch Lewis Hamilton hat sich sehr, sehr viel Zeit genommen heute für die Medien. Man ist es halt da schon gewohnt, deswegen erwähnt man es nicht mehr so oft. Und eine Theorie ist natürlich, dass Mercedes extrem gut war, ein bisschen besser als erwartet und Ferrari ein bisschen schlechter als erwartet und deswegen der Abstand so groß war. Das glaubt man auch in dem Lager hinter uns bei den Silberpfeilen. Man erwartet da ein viel, viel engeres Rennen. Natürlich kennt man das auch von Mercedes. Mercedes typisch ein bisschen Ball flach halten, aber ist ja ganz normal im Spitzensport. Kommt jetzt keiner, der das erste Rennen mit 30 Sekunden Vorsprung gewinnt und sagt, okay, wir ballern jetzt alle bei jedem Rennen weg. Auch noch interessant, Lewis Hamilton hat natürlich auch noch Red Bull auf seiner Liste. Denn darf man auch nicht vergessen, Max Verstappen wurde ja Dritter, hat die beiden Ferrari überholt in Melbourne. Und wenn wir ein bisschen zurückerinnern, Bahrain, Honda, da war doch irgendwas, da gab es dieses Gasly-Wunder im vergangenen Jahr. Der wurde Vierter, natürlich auch mit viel Glück, muss man etwas relativieren. Aber der Honda-Motor, wir wissen es ja alle inzwischen, der hat ordentlich Dampf auf der Kette, hat ja schon in Melbourne ganz gut funktioniert. Max Verstappen konnte Sebastian Vettel auf der Geraden überholen, hätte wahrscheinlich vor der Saison auch keiner so richtig erwartet. Wenn man sich im Fahrerlager so umhört, meinen alle, dass die Motoren jetzt im Bereich von plus minus 10 PS sind. Also da gibt es keine ganz großen Unterschiede mehr zwischen den Motorenherstellern. Also das heißt, wir haben natürlich Mercedes auf der Favoritenliste ganz weit oben. Dann haben wir natürlich Ferrari, von dem wir alle erwarten, dass es nur ein einmaliger Ausrutscher war, was sie da in Melbourne abgeliefert haben und dass die Streckencharakteristik hier Ferrari noch ein bisschen entgegenkommt. Und Red Bull haben wir natürlich auch mit auf der Liste. Das heißt, wir erwarten ein sehr, sehr spannendes Rennwochenende. Ich lege mich überhaupt nicht fest, wer am Ende die Nase vorne haben wird. Ich halte es da jetzt mit Dr. Helmut Marko. Nach den Prognosen bei den Testfahrten traue ich mich gar nichts mehr. Und wir freuen uns jetzt einfach auf ein spannendes Wochenende. Und ich freue mich auch noch auf die Kommentare von euch. Hat es euch gefallen? Unser erstes kleines Video hier aus dem Fahrerlager. Was wünscht ihr euch in Zukunft? Wir können natürlich nicht alles erfüllen. Es gibt Einschränkungen, aber ein bisschen was können wir natürlich machen. Und hoffentlich gefällt es euch auch so gut wie uns.